Rost? 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 Wo ist er? Zwei Tage vor der Erprobung und er geht ohne mich weg? Das sieht ihm gar nicht ähnlich. Servus Leute und herzlich willkommen hier zurück bei Horizon. Ja, liebe Freunde, wir sind zurück. Entschuldigung. Der Bär. Nein, wir sind gesund. Alles ist gut. So, jetzt hoffentlich aber endgültig. Die Spitze des Speers, finde Rost. Das war unser Auftrag, oder ist es immer noch? Oh, Entschuldigung, schnell weg. So, jetzt gucken wir uns erstmal hier um. Ich will die mal lieber hier auf der Seite haben. Ich kann das irgendwie rechts nicht haben, keine Ahnung. Ich brauche den Charakter immer links. Du kannst außerdem kleine Maschinen mit R2 niederschlagen. In der Objektbeschreibung zu deinem Speer findest du weitere Informationen. Danke. Wir nehmen erstmal ein bisschen Reinholz. Hier können wir ein Feuerli machen. Okay, hier kann man speichern. Da legen wir natürlich einen Stand an. Jetzt haben wir einen angelegt. Sehr gut. Wir nehmen einfach mal ein bisschen Holz mit. Man kann es ja immer gebrauchen. Moment, wie war denn das mit dem... Okay. Okay, wir haben 20 von 20. Ist alles gut. Okay. Ich kann heute wahrscheinlich, ich weiß noch nicht, kommt drauf an, wie es storymäßig dann hinhaut, aber wahrscheinlich nur eine Folge machen. Ich weiß noch nicht. Wir werden sehen. Bevor ich es dann zeitlich nicht mehr schaffe. Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Na sicher. Wir gucken. Moment, hier nochmal Rinder. Gut. Hat sich nicht rentiert, wir gehen weiter. Wir wollten doch heute jagen gehen. Warum ist er nicht hier? Wohin ist er gegangen? Das wissen nur die Götter. Okay, so kann man rutschen, sehr schön. Was macht er hier oben? Steht da einfach nur rum. Was ist mit ihm los? Komisch, Rost. Was machst denn du oben? Das kannst du jetzt aber nicht machen. Guck mich schon mal an. Aloy, du bist hier. Ist alles in Ordnung, gut, dass ich Spuren lesen kann. Was soll die Verzögerung? Nein, wir fragen natürlich, was los ist. Wolltest du allein sein? Nein. Wir müssen reden. Ich habe über dein Training nachgedacht, Aloy. Du kannst jagen, du kannst überleben. Aber ich fürchte, eine Lektion fehlt noch. Willst du sie jetzt lernen? Natürlich. Ich lerne alles, was du mir beibringst. Hier gab es kürzlich Ärger. Das gibt uns die Chance für diese Lektion, doch sie ist gefährlich. Sei vorbereitet. Oder du stirbst. Geh ins Becken hinab und jage, bis du die Teile für Feuerpfeile hast. Feuerpfeile? Von welcher Art Ärger sprechen wir hier? Wenn du die Teile hast, treffen wir uns hier, am Tor hinter dem Dorf Mutterherz. Das Nordtor? Am Rande der Umfassung? Ja. Mach dich auf den Weg. Ich hole die Teile, noch was? Ja, ich frage. Noch was mit dir? Nein, mir geht's gut. Okay. Ich besorge die Teile, aber ich werde auch bei Cast vorbeischauen. Aloy, dieser Mann bricht das Gesetz, wenn er mit dir spricht. Und ich bin froh darüber. Ich will eine Stolperfalle und niemand sonst verkauft an Ausgestoßene.
Dann solltest du sie auch laden. Du wirst sie heute Nacht brauchen können. Das klingt geheimnisvoll. Okay, wir sehen uns am Nordtor. Okay. Ich wollte jetzt nicht weiter auf den Sack gehen, dass wir jetzt noch länger rumfragen. Wir haben ja alles geklärt. Ach du Scheiße. Sieht schon sehr geil aus, ne? Also, ich mag ja die Bergwelt. Kommt hier auch wieder sehr schön zur Geltung. Muss man sich auch mal anschauen. Aber warum steht er die ganze Zeit hier? Das ist doch irgendwie komisch. Naja, nützt ja nichts. Irgendwas macht ihm echt Sorgen. Ja. Ach du Scheiße. Hoppala. Moment. Ah, okay, so komme ich raus. Da sind wir. Hier ist Läuferareal und rede mit Karst und Feilsche um eine Stolperfalle. Okay. Ja, und ob der Karst mit uns redet oder nicht, ist doch eigentlich sein Problem, ne? Das ist doch nicht unser Problem. Lagerfeuer entdeckt, ja. Boah. Ja, kann man mal als Speicherpunkt nutzen, aber ja, boah, weiß ich nicht. Noch nie habe ich dieses Tal hinter mir gelassen. Das wird sich nach der Erprobung ändern. Zwei Tage, bis ich Antworten bekomme. Zwei Tage, dann weiß ich, wer sie war und warum ich nach der Geburt ausgestoßen wurde. Als ob es dafür eine Entschuldigung gäbe. Na gut, dann sammle ich mal die Teile für ein paar Feuerpfeile. Ich muss eine Herde suchen. Jo. Mutterherz. Noch zwei Tage, dann weiß ich, wie es dort ist. So viele Leute, alle an einem Ort. Dort fühlt man sich bestimmt nie einsam. Okay, sammle Lohe von Läufer, sammle Metallscherben von Maschinen. Okay. Alter, ist das alles weit weg? Willst du mich verarschen? Hallo. Es tut mir sehr leid, aber ich kann es leider nicht, unterdrücken. Das ist, dieser Husten, der, keine Ahnung, sich einfach nicht verpissen will. Okay, 100 Meter noch ungefähr. Schon wieder ein Feuer, alter Schwede. Alright. Hoppala. Okay, pass auf. Ich sollte das schnell zum Ende bringen. Alter, es ist geil, ich lieb's einfach mit dem Bogen zu schießen. Das ist einfach so geil. Durchsuche Wächter. Wir brauchen alles. Umgehauen! Oha! Leck mich am Arsch, komm her. Alter Schwede. Okay. Alles gut.
Ich glaube, wir hauen erstmal kurz ab. Okay, wir brauchen mehr. Die Dinge hauen mehr rein, als ich gedacht habe. Das ist ganz schön brutal. Okay. Wir beruhigen uns alle wieder. Ich schalte mein Headset mal ein paar Stufen leiser. Hallo? Ja. Gut. Bevor ich euch noch komplett anschreie hier. Heilend. Das ist immer gut. So, jetzt aber. 10. Ich möchte eigentlich lieber 20 herstellen, wenigstens. Das wird mir noch weiterhelfen. Ruhig, Brauner. Eine Spule. Lohe. Okay, wir brauchen noch 2 Lohen. Das wäre geschafft. Ich möchte aber eigentlich noch mal ein paar herstellen, mein Freundlein. Pass auf. Das heilende Zeug nehmen wir auf jeden Fall mit. Alles. Okay, wir können nur noch Nahkampf gehen. Wir haben keine Munition mehr. Ach, können wir ja herstellen. Hallo, Freunde. Okay, da sind sie. Okay. Dit wird dit. Haben wir. Gut. Jetzt ist aber in Ordnung hier. Zack, und jetzt hauen wir ab. Jetzt haben wir auf jeden Fall genug. Das ist wunderbar. Weil wenn wir schon hier dabei sind, da kann man auch dann ruhig mal alles mitnehmen, denke ich mal. Das sollte kein Problem sein. Lalala. Und dann gehen wir jetzt noch zum Karst.
und zum, weiß nicht, wie der andere Halotri hieß. Moment. Auch mal ins Wasser gehen, ne? Wir speichern mal ganz kurz, dass da auf jeden Fall nichts mehr passieren kann. Es wäre sonst sehr schade, weil, ja, es dauert halt immer ein bisschen seine Zeit, bis man da, an Materialien kommt, beziehungsweise all die Viecher erledigt, weil man muss halt trotzdem ein bisschen aufpassen. Gut. Wir sollten ein bisschen aufpassen, vor allem, wo wir hinlaufen. Weil hier halt trotzdem meine Position ist aufgeflogen. Wächter rumlaufen. Okay. Hey, ne Wildsau. Nein! Boah! Das nennt man Shooter-Skills, meine Freunde. Nur bei mir auf dem Channel. So. Keine Wächter, keine Maschinen. Okay, wir rennen. Im Vollspeed zum Turm. Und daran vorbei. La 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 la. Es wird Zeit, die Stolperfalle von Kass zu kaufen. Ja, du rennst doch gerade hin, Mädchen. Was ist los? Oh. Ah, naja, komm, wollen wir mal nicht so sein. Scheint sicher zu sein. Wollen wir nicht alles umnieten, was uns über den Weg läuft, ne? Muss ja nicht sein. Kars, was los? Sieh an, wenn das keine Ausgestoßene ist. Urmutter, schütze mich. Dass du mich überhaupt siehst, so wie du in andere Richtung schaust, damit dich ja niemand beobachtet. Pass auf, sonst verrenkst du dir was. Es schmerzt mich immer, wenn du kommst, Mädchen, so oder so. Ja, komm, gibt's, wir reden Grund, erst noch mal ein bisschen. Warum du heute so griesgrämig bist? Nach der Erprobung wirst du Kriegerin, dann gehst du zu Händlern in Mutterherz. Vielleicht verliere ich einfach nicht gerne Kunden. Händler, die nicht mit Ausgestoßenen handeln, meinst du? Das stimmt. Unsere Zeit der Verbrechen ist vorbei. Ja, komm. Ich erzähl herum, dass du mit Ausgestoßenen handelst? Ich glaube nicht, dass du mich verrätst. Aber man weiß ja nie. Mach dir keine Sorgen. Ich verrate nichts. Ja, das dachte ich mir. Aber trotzdem schön zu hören. Ich meine, es ist ja schön und gut, mit den Ausgestoßenen hin und her. Aber mich interessiert es doch ein Scheiß, Alter. Ob der mir das Zeug verkauft oder ob er es nicht darf oder was auch immer. Hauptsächlich kriegt es, oder? Also ganz ehrlich. Was ist los? Warum riskieren, mit Ausgestoßenen zu handeln, ist, glaube ich, klar. Weil es an einerseits ist es halt Gewinn. Ach komm. Warum riskierst du Handel mit Ausgestoßenen? Jedes Mal fragst du. Wenn du dauernd große Diskussionen führen willst, verschwinde. Weil du früher selbst einer warst, oder? Ja, ich wurde in einer der Metallruinen jenseits des Beckens erwischt. Stammhütter sagten, ich sei verdorben und gab mir 5 Jahre. Was war da in den Ruinen? Nichts, was ich deuten konnte. Nach der Zurückweisung versuchte ich wieder in Mutterherz zu leben, aber ich kannte dort keinen mehr und da waren so viele Leute, einfach überall. Hier gefällt es mir besser. Okay. Der Einzige, der von unseren Geschäften weiß, ist Rost. Ja, sehr gut. Tja, er kann mich nicht verpfeifen, selbst wenn er es wollte. Ein gesetzestreuer Mann, dieser Rost. Wie erträgst du das nur? Du weißt nicht, warum er ausgestoßen wurde? Ich sagte doch nein. Ich glaube, niemand kennt den Grund. Es muss wohl was Ernstes gewesen sein, ist ja lebenslänglich.
Okay. Beim letzten Mal hattest du eine Stolperfalle im Angebot. Hast du sie noch? Hab ich. Aber besorg du mir eine Plündererlinse. Alter. Was soll ich sagen? Spezialwaffen sind nicht billig. Oh, Junge. Oh, ich kann zahlen. Ich habe vor kurzem einen Plünderer erledigt. Und die Linse ist perfekt erhalten. Oh. Das beurteile ich. Zeig her. Okay. Kaufen. Verkaufen. Hä? Hier, Läuferlinse. Will er die haben oder was? Anscheinend. Achso. Schockfalle. Ist egal, was wir da für eine Falle kaufen. Ach. Zurückkaufen. Nein. Wolltest du nicht eine Stolperfalle? Ja, wollte ich klar, Mann. Hier ist die Update da übrigens gerade installiert. Gratisprobe. Was ist da drin? Keine Ahnung. Viele Falle. Wir brauchen Sprengfalle, Bodenplatzierung ausgelöst. Wenn sie beschädigt wird, bei einer folgenden Explosion beschädigt sie alles innerhalb ihres Sprengradios. 150 kostet 20, die kostet 25. 20. Diese Falle wird auf dem Boden platziert und durch eine Annäherung ausgelöst. Sie verursacht keinen Schaden, löst aber eine Schockwelle aus. Ja doch, wir wollen schon. Wir wollen schon Schaden. Also, ja, klar. So, das Ding auch noch verkauft. Jetzt gehen wir hin, nehmen diese Sprengfalle. Ach ja, eben 25. Alter, ich bin zu doof. Ja, dann hier nimmst du noch so eins und königliches Fleisch von mir aus, mir doch egal. Gib mir jetzt eine Falle, Junge. Wolltest du nicht eine Stolper? Sag mal, bin ich jetzt blöd? Alter, nicht dein Ernst. Ich Vollidiot. Mann, bin ich ein Vollidiot. Habe ich jetzt gerade... Nein! Oh mein... Jetzt wurde eine Stolperfalle. Mein Leben ist aufregend genug, Boah. Dass ein Haufen Sprengfallen hier herumliegt. Ehrlich. Jetzt sag los. Mann, gib mir meinen Bogen wieder. So. Also, noch etwas? Nee. Nein, oder? Bist du später noch hier, falls ich noch was kaufen möchte? Na gut, kann man fragen. Ich bin hier. Und wie immer bin ich an Teilen von allen Maschinen interessiert. Je besser die Teile, desto mehr Schaden zahle ich. Und sieh dir doch auch mein Inventar nochmal an. Wer weiß, vielleicht habe ich etwas, das dir bei der Erprobung hilft. Ich glaube, das war dann wohl alles. Okay, viel Glück bei der Erprobung. Urmutters Segen und all das. Ich hab, was ich wollte. Jetzt auf zu Rust am Nordtor. Okay, Stolperfalle. Feuerpfeil. Okay, perfekt. Bert ist perfekt. Gut, wir wählen aber den Bogen aus. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, weil es ist schon wieder jetzt über 20 Minuten, was nicht schlimm ist, aber wie gesagt, ich
will das jetzt ganz schnell noch rendern und am besten heute noch hochpfeffern, damit es morgen wieder pünktlich kommt. Damit wir nicht unnötigerweise wieder einen Tag aussetzen müssen. Metro läuft nebenbei noch zu Ende. Das klappt alles. Danke fürs Zuschauen. Und ich bin dann gespannt, wie es dann letztendlich mit Rost hier weitergeht bei dem bei der Erprobung. Und ja, das haben wir, denke ich, hier heute ganz gut hingekriegt alles. Gut, jetzt bis auf dem Verkaufen, da war ich ein bisschen blöd, weil ich einfach zu voreilig da drin rumgeschossen bin und habe sämtliche Sachen verkauft, die ich selber brauche. Aber gut, wir haben sie einfach wieder zurückgekauft und das Problem hat sich. Danke fürs Zuschauen und tschüss.